Hallo, ihr zusammen. Was wir heute lernen, ist das Schriftzeichen BEN, bedeutet Wurzel, Ursprung, Quelle. Was sehen wir hier auf dem Bild? Ein Baum. Wenn wir nur den Teil von dem Baum über die Erde sieht, dann sehen wir den kräftigen Baumstamm. Und wenn wir aber den Baum ganzheitlich betrachtet, natürlich, was wir nicht sehen können, ist den Teil, der unter der Erde sind, und das ist die Wurzel. Und warum ein Baum? Warum lernen wir von einem Baum die Wurzel, der Ursprung? In Altchina lieben die Chinesen Natur. Und die Natur ist das Einzige, was im Augen der Altchinesen, was von sich her aus ganz leicht freudevoll fortsetzen könnten. Das heißt, die Kraft der Natur. Und deswegen, wenn wir einen 1000 Jahre alten Baum betrachten, bewundern wir nicht nur seinen Baumstamm, vielmehr, was wir vielleicht nicht ausgesprochen haben, ist, wie kräftig seine Wurzel in der Erde ist. Und deswegen das Schriftzeichen für Wurzel, Ursprung und Quelle ist ein Baum, Anteile über die Erde und Anteile unter der Erde. Zusammen, das ist ganzheitlich das Schriftzeichen für Wurzel, Quelle und Ursprung. Die Aussprache ist Drittung Ben, Ben, Ben. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen dieses Schriftzeichens. Und ich möchte euch auch hier empfehlen, wenn ihr chinesische Sprache lernt, vom Anfang an immer mit der Aussprache und Schriftzeichen zusammen. Warum das denn? Immer Yin-Teil und Yang-Teil. Das heißt, immer beides zusammen, nicht nur sprechen, sondern dass du auch lesen kannst, dass du auch leicht mit der Zeit schreiben könntest. Das ist eine Vertiefung des Lernprozesses. Und es geht immer um den Prozess und Resultat zusammenzubringen und dann entsteht automatisch der Fortschritt. Und dieses Schriftzeichen ist auch in der chinesischen Prüfung, HSK-Prüfung, das ist eine standardisierte internationale Sprache, Testprüfung für chinesische Sprache als fremde Sprache. Das ist in der HSK-Prüfung 1, wurde dieses Schriftzeichen schon angeordnet und deswegen das ist es schon gehütet zur ersten Stufe und lernen das mit Aussprache und Schriftzeichen zusammen. Das ist auch ein Grund, warum ich dieses Schriftzeichenprojekt mache, damit wir alle vom Anfang an schon richtig ordentlich, ganzheitlich ganze Kultur und Schriftzeichen betrachten könnten. Und Schriftzeichen ist immer essentieller Teil der chinesischen Kultur. Durch die Schriftzeichen wirst du viel mehr von der chinesischen Kultur mit der Leichtigkeit erfahren. Ich freue mich auf nächstes Mal, ich freue mich auf euer Feedback und vielen Dank fürs Zuhören. 再见!